Raus aus der Dunkelheit, das Herz pocht schon. Ja, ein weiterer Durchgang. Ich frage mich, ob sich das bewahrheitet, dass das Anwesen von dem Alexander von Burkhardt sein soll oder nicht. Es ist zu dunkel. Schnell ins Licht und durchrennen. Über Gejaule, Geschreie. Das ist total unschön, beziehungsweise schön für sein Spiel. Archive. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley-Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. Oh, 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 es ist wieder sehr dunkel. Katalog. Okay, vielleicht ist dieser Schlüssel zum Weinkeller. Seltene Bücher in den Archiven, könnte ich mir vorstellen. Kataloge. So, hier gibt es wieder einiges zum Durchgucken. So, ich mache jetzt hier erstmal zu. Guck mich hier drin um und hier gibt es ziemlich komische Geräusche. Jetzt läuft's. Also Streichhölzer einfach so, ne? Heißen die wirklich Zunderbüchse? Nichts von Wert, nur irgendein komisches Geräusch, dem ich mich später nähern werde. Eine weitere Notiz. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brandenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brandenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm, Haus Gehrig. Hat das was mit uns zu tun? Wilhelm. Daniel. Hat eine weitere Person einen Vertrag mit diesem Baron abgeschlossen. Boah. Okay, eine weitere Notiz. Das Blöde ist nur, dieses Geräusch entfernt sich oder nähert sich nicht. Das bleibt immer gleich. Dieses Surren. Okay, mal sehen, was haben wir hier? 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night.
Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, wir haben mal ein Tagebuch von uns selber gefunden. Ein Ausschnitt davon. Daniels Tagebuch Algerien 1 von 3. 16. Mai 1839. Die sengende Sonne Afrikas erschwert unsere Expedition weiterhin und das macht es uns unmöglich, vor Einbruch der Dunkelheit zu graben. Wie Professor Herbert es geschafft hat, die Stelle in diesen weiten Ebenen des Nichts zu finden, bleibt mir ein Geheimnis. Als ich ihn erneut nach dem Grab fragte, erzählt er mir von der Legende von Tin Hanan, unser aller Mutter. Was er jetzt mit unser aller Mutter meint, weiß ich nicht. Eine höhere Macht, Religion technisch gesehen, oder die erste Alchemistin vielleicht. Eine an sich durchaus interessante Geschichte, aber ich habe das Gefühl, dass da noch mehr ist. Später am Nachmittag entdeckten wir einen Durchgang unterhalb der Dünen, der zu einem samtbedeckten Steinbau führt. Der Professor ist sich sicher, dass es sich dabei um das Grab handeln muss und ließ den Weg freimachen. Bis spät in die kalte, dunkle Nacht hinein. Morgen soll ich Männer in den alten Steinbau führen und werde hoffentlich die Grabkammer finden. Entschuldigung. Egal, was der Professor von mir verheimlicht, die Ausgrabung sollte etwas Interessantes zum Vorschein bringen, was sich lohnt, mit nach London und das britische Museum zurückzunehmen. Mit nach. Ja. So, war er vielleicht nicht immer ein Mann der alchemistischen Künste? Hat er am Anfang einfach sich für gewisse Theologien interessiert? War er vielleicht einfach nur ein Mann der Bücher sozusagen und kam erst später zur Alchemie nach der Ausgrabung? Oder war er da schon alchemistisch unterwegs sozusagen? Nichts. Und wieder nichts. Staub, Dreck oder Blut. Okay, hier geht's also nirgendwo mehr rein. Warum stehen hier noch drei Bücher? Ah, hatte wohl keinen Grund. Geräusch. Okay. Erstmal Richtung Kataloge. Hier gab es, glaube ich, auch nichts zu finden oder zu holen. Es gibt noch tausende von Geheimnissen zu gründen, Rätsel zu lösen. Sehr cool. Ging nicht auch lehnen? Oh. Ah, okay, beide gedrückt halten, dann kann man lehnen. Okay. So, hier ist doch diese Gabelung. Hier ist rein. Boah, der Teppich. Haben wir hier irgendwas? Nee. Nichts von Wert. Und ich muss im Licht bleiben, sonst werde ich verrückt. Genauso wie hier. Ich habe nur mein Kerzenlicht. Was war das? Das war auf jeden Fall kein normales Quietschen. So.
Das hört sich immer ein bisschen so an, so hinter dem Flattern, dass dann Türknopf gerüttelt wird. Das ist voll gemein. Natürlich möchte ich auch auf gar keinen Fall mein Leben verlieren. Nichts. Ja, Streichhölzer. Sehr nice. Nichts außer Bücher. Vielleicht hinter den Büchern. Okay. Vielleicht hinter dem Stuhl? Nein, auch nicht. Uje, uje. Okay, wir haben aber einen weiteren Zettel gefunden. 17th May 1839. My hand today, the crew. I was trapped. So, okay. Ich überspringe, weil ich es eh einfach vorlese. Teil 2 Algerien. 17. Mai 1839. Das ist. Ein Tag nach dem ersten Eintrag. Meine Hände zittern beim Schreiben. Ich habe das Bedürfnis, meinen Kummer niederzuschreiben, denn ich befürchte, mein Gedächtnis wird mich im Stich lassen, wenn ich es nicht tue. Heute habe ich mit zwei Männern den dunklen alten Durchgang erkundet, den wir gestern entdeckt haben. Unsere Fackeln brannten schwach in der undurchsichtigen Luft, als wir langsam hinabstiegen. Die Männer waren abergläubisch und ängstlich. Sie stritten lautstark und ich hielt ihre merkwürdige Sprache nicht mehr aus. Ich sammelte mich und schrie sie an, sie sollten weiter den Weg und die zerbrochenen Stufen hinabsteigen. Der grob angelegte Durchgang verwirrte mich. Er sah viel älter aus als der Bau aus dem 14. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, den wir erwartet hatten. Der verschlungene Pfad endete in einer großen Vorkammer. Die Wände waren mit Statuen dekoriert, die anders aussahen als alles andere, was ich bisher gesehen hatte. Trotz ihres unheimlichen Aussehens kamen sie mir seltsam vertraut vor. Dieses merkwürdige Gefühl habe ich auch jetzt noch. Am hinteren Ende der Kammer verschloss eine riesige Steinplatte, was auch immer dahinter liegt. Ich ließ die Steinplatte anheben und als ich mich durch die enge Lücke zwängte, fiel der schwere Stein plötzlich zurück und schloss mich dahinter ein. Ich war gefangen. Und das war's. Er ist also quasi diesen Grabkammer entlang gegangen, bis zu einer Stelle, wo ein großer Stein was versperrt hat. Oh Mann. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Okay, das ist schon besser. Hier gibt es zwar nichts Wertvolles. Ich glaube, das war nicht gut für mich. Nee. Verdammt. Alte Bände, das ist doch schon mal nicht übel. Wir sollen auf jeden Fall immer noch diesen Weinkellerschlüssel finden. Okay, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen meine... Klavierspielen hört auf. Warum?